Hallo, schön, dass du gerade Zeit für dich hast. Willkommen in meiner Heartify Coaching Oase. Ich bin Katrin Stamm und zuständig für Coaching, Coach-Ausbildung und Trainings. Hier im Podcast schenke ich dir meine geballte Erfahrung und wünsche dir damit viel Vergnügen und hilfreiche Erkenntnisse. Folge 001, die vier Heartify-Schritte und die vier Intelligenzen. Was dich heute erwartet? Du hörst zuallererst einen Überblick zu den vier Schritten des Heartify-Arbeitsblattes bzw. des Heartify-Prozesses. Dann wirst du was erfahren über Funktion und sinnvolle Nutzung und Zusammenspiel verschiedener, meist getrennt betrachteter Instanzen von dir, nämlich dem Verstand, der Körperintelligenz, der emotionalen Intelligenz und der geistigen Intelligenz. Und du erfährst, warum die sinnvolle Zusammenarbeit und Nutzung aller Intelligenzen schlauer und effektiver ist als nur eine davon. Und was hast du davon? Natürlich den ersten Überblick, gleichzeitig auch mehr Informationen und einen weiteren Einblick in das, was dich in der Einsteiger-Serie vertiefend erwartet. Wir kommen sozusagen auch auf einen gemeinsamen Nenner, was hier bei Heartify unter ganzheitlich verstanden wird. Du bekommst natürlich auch eine Grundlage zur Entscheidung, ob es sich wirklich für dich lohnt, sich näher damit zu befassen. Und du zum Beispiel den Podcast abonnieren möchtest oder weiterverfolgen oder ob du das einfach nicht brauchen kannst, weil du schon alles auf der Platte hast, wäre ja auch noch möglich. Und außerdem erhältst du eine super, super Grundlage für deine eigene Anwendung des 4-Schritte-Heartify-Arbeitsblattes. Ja, dann geht's los! Kennst du Situationen, wo Kopf und Bauch oder Kopf und Herz miteinander im Zwiespalt sind, wie man so schön sagt? Wo man von Verstandesentscheidungen oder Entscheidungen aus dem Bauch heraus spricht? Gibt es nur entweder oder gibt es vielleicht sogar noch mehr? Es gibt praktische Situationen im Alltag, da sind Entscheidungen gefragt, die verdammt schwer sind, weil sie zum Beispiel weitreichende Konsequenzen haben, wo du vielleicht sogar bemerkst, dass du mit dem Verstand alleine nicht weiterkommst. Und um es anschaulich zu machen, ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich vor über 10 Jahren die erste Krebsdiagnose bekam, stand ich vor einer Menge Entscheidungen. Zum Beispiel Operation ja oder nein, Bestrahlung ja oder nein, Hormontherapie ja oder nein, was sonst noch tun, Reha ja oder nein, Naturheilkunde und was denn jetzt nun von all diesen vielen Möglichkeiten? Da gab es natürlich Statistiken, Erfahrungsberichten, Thesen und 1000 Tipps mit Pro und Contra und allen möglichen Ideen. Übrigens, nur mal so ganz am Rande bemerkt, die unzähligen Tipps, die auch wirklich sehr lieb gemeint sind von Freunden und Familie, konnte ich zum Beispiel gar nicht alle prüfen, geschweige denn anwenden. Sie haben mich eher noch konfuser gemacht, weil ich mich ja damit noch zusätzlich befassen musste. Der Umgang mit wohlmeinendem Rat und Tipps ist sicherlich auch eine eigene Folge wert. Jedenfalls war Schock und Verwirrung Ausgangspunkt für meine neue Reise, in der ich meine eigenen inneren Instanzen, ihre Möglichkeiten und vor allem die sinnvolle Zusammenarbeit damit erst im Laufe vieler Jahre in mir selbst entdeckte. Die gesammelte Ernte von über 10 Jahren intensiver Erfahrung und Erkenntnissen, einerseits natürlich die Selbsterfahrung, aber auch die Erfahrung in der Begleitung von Klienten und Auszubildenden, stelle ich dir hier im Podcast frei zur Verfügung. Denn ich wünsche dir, dass du so richtig dolle davon profitierst, dass dir vielleicht mancher Umweg erspart bleibt, weil du die Gelegenheit hast, jetzt Dinge zu begreifen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
weil du hier jetzt mehrere Möglichkeiten und hilfreiche Strategien kennenlernen kannst und, das ist der wichtigste Punkt überhaupt, weil du ab jetzt diese Dinge auch im Alltag integrieren und anwenden kannst. Vier Instanzen habe ich ausgemacht, die eine große Rolle spielen. Ich nenne sie auch Intelligenzen. Die erste ist allgemein bekannt und anerkannt, wie sonst kaum etwas in der heutigen Zeit oder unserer westlichen Welt, nämlich der Verstand bzw. die Verstandesintelligenz. Die zweite ist zwar bekannt, wird jedoch meist wenig oder kaum aktiv benutzt. Das ist nämlich unser Körper, der über eine eigene Form von Intelligenz verfügt, die Körperintelligenz. Und da der Körper auch im Griechischen Soma genannt wird, kannst du dir dazu, wenn du magst, noch den Fachbegriff somatische Intelligenz merken. Die dritte Instanz steht in Verbindung mit der emotionalen Intelligenz, die in den letzten Jahren in der Theorie zwar ein wenig bekannter geworden ist, in der Praxis jedoch weit hinter der Nutzung der Verstandesintelligenz hinterherhängt. Und sie ist übrigens eng mit dem Herzen verknüpft. Die vierte Instanz findet bisher kaum noch Beachtung. Sie gehört aus meiner Sicht zu jedem ganzheitlichen Ansatz dazu. Nicht um der Ganzheitlichkeit selbst willen als Deko-Element sozusagen, sondern weil mit ihr das Thema Lebenssinn und Lebenszweck verknüpft ist. Religionen versuchten, diesen Zweck zu erfüllen, was jedoch nicht für jeden Menschen heutzutage zu Sinn und Sinnhaftigkeit führt, sondern für manche sogar eher zu Spaltung und Streit. Insofern möchte ich dieses Element, die geistige Intelligenz, behutsam, einfach nachvollziehbar und ohne an Religion gebunden zu sein, in den praktischen Alltag integrierbar vorstellen. Und zu jedem der vier Punkte werde ich heute kurze erste Ausführungen machen. Dann widme ich die weiteren Podcast-Folgen der Einführungsserie der Vertiefung. Zu Punkt 1, die Verstandesintelligenz. Bleiben wir bei meinem Beispiel. Vor über 10 Jahren erklärte mir der Arzt meines Vertrauens meine Sachlage. 86% Überlebenschance, sagte er. Bei Medizinern heißt Überleben 5 Jahre lang gesund bleiben. So hat er mir das allerdings nicht gesagt. Er sprach also von Überlebenschance. Und aufgrund meines Hintergrundwissens als ehemalige Krankenschwester und weil es natürlich auch damals schon Google gab, wusste ich ein bisschen mehr. Und dieses Wissen stürzte mich mehr in Zweifel und Verwirrung als in Klarheit und Entscheidungsfreude. Denn die Frage nach den Kriterien und der Sicherheit dafür, zu diesen 86% zu gehören, ist leider nicht mit Verstandeswissen oder normaler logischer Argumentation, Studien, Statistik oder Ähnlichem zu beantworten. Kein seriöser Schulmediziner würde mir eine Sicherheit geben können oder wollen, womöglich schriftlich. Denn shit happens, was ja dann bei mir später auch noch der Fall war. Der Verstand und all unsere in vielen Bereichen hilfreiche Medizin und Forschung hat die ultimative Lösung gegen Krankheit, Tod, Schicksalsschläge und so weiter trotz jahrhundertelanger Bemühungen nicht gefunden. Sonst hätten wir heute eine wachsende Gruppe verstandesschlauer, pumpergesunder 120-Jähriger und müssten neu über das Renteneintrittsalter nachdenken. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir den Verstand wirklich brauchen. Wir haben ihn nicht umsonst. Das Gehirn und das Nervensystem ist ein Wunderwerk und ihre Funktionsweise ebenfalls, das hat mich schon sehr früh fasziniert. Aus meiner Sicht brauchen wir den Verstand für Zieldefinitionen, Entwicklung von Strategien, für Planungen, für Pro und Contra, Einschätzungen, Beurteilungen, als Bestandteil für Entscheidungen und für viele, viele praktische Dinge des täglichen Lebens. Wir können ihn auf zweierlei Art und Weise nutzen, problemorientiert oder lösungsorientiert.
Beides hat nachhaltige Effekte auf unser Leben und auch auf die Ergebnisse unseres Tuns. Die Wahlmöglichkeit zu haben, ist ein echtes Geschenk. Und deshalb befassen wir uns in der nächsten Folge mit diesem Thema mehr. Wir brauchen den Verstand auch, um die Mechanismen unserer Psyche besser zu verstehen und danach unser Handeln ausrichten zu können. Als Beispiel sei hier erwähnt, die Stressmechanismen Kampf, Flucht und Erstarrung, Veränderungen des Gehirns und des Nervensystems, zum Beispiel durch Traumaerfahrungen, welche Art von Sprache was im Gegenüber auslöst und so weiter und so fort. Das Stichwort an dieser Stelle heißt hier Psychoedukation, also zu lernen, wie die Psyche tickt. Zu diesen Themen habe ich in meinen Aus- und Fortbildungen immer wieder festgestellt, wie wenig sie selbst bei Kollegen bekannt sind. Daher werde ich in den verschiedenen Folgen darauf näher eingehen, denn jeder kann und darf von diesem Wissen profitieren. Außerdem macht dieses Wissen das gegenseitige Verständnis und das Miteinander einfacher. Und das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Beim HTV-Arbeitsblatt ist der erste Schritt, mit dem Verstand eine Bestandsaufnahme zu machen. In Stichpunkten zusammenzufassen, welche Gedanken, Zweifel und Konflikte mit dem zu bearbeitenden Thema verbunden sind. Und du richtest dich dabei an den Verstand wie an eine eigene Person und bittest ihn, sich kurz zu fassen. Das geht nämlich. Denn sonst passiert das, was ja ohnehin regelmäßig stattfindet und nicht wirklich weiterhilft, nämlich Gedankenkarussell, Dauerschleifen im Gehirn und so weiter. Die Gedanken einfach kurz aufzunehmen und dann zum nächsten Schritt überzugehen, ist eine geniale Lösung. Es geht also darum, weder zu ignorieren, noch zu viel Gewicht an eine Instanz abzugeben. Kommen wir jetzt zur zweiten Instanz, deinem Körper und der Körperintelligenz oder auch somatische Intelligenz. Ich bleibe wieder bei meinem eigenen Beispiel. In meinem Fall, der leider keine Seltenheit ist, wie ich als ehemalige Krankenschwester mehrfach erlebt habe, habe ich den Knoten selbst getastet und bin deswegen zum Arzt gegangen. Nicht, dass er bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt worden ist und ich aus allen Wolken gefallen wäre. Auch in der Mammographie sah man nichts. Das ist natürlich nicht in jedem Fall so, aber bei mir war es einfach so. Mein Körper hat mir einfach einige Signale geschickt, glücklicherweise. Er hat das wohl auch schon einige Jahre vorher getan, das habe ich damals noch nicht ernst genug genommen, im Nachhinein betrachtet. Zum Beispiel war vor Jahren mein Abstrich nicht in Ordnung gewesen. Ich habe zwar darauf reagiert, jedoch nicht in Erwägung gezogen, dass mein Körper die Tendenz hat, Tumorzellen zu bilden. Also, was ich damals dann unternommen habe, würde ich im Nachhinein sagen, war einfach nicht tiefgreifend genug. Naja, hinterher ist man ja immer schlauer. Immerhin bin ich frühzeitig zum Arzt gegangen und hatte das Glück auch, nicht auf jemanden zu treffen, der tastet und väterlich beruhigt, denn auch davon habe ich in meiner Zeit als Krankenschwester einige Frauen erlebt, die bitterlich traurig und auch ärgerlich waren, weil sie schon ein Jahr vorher beim Arzt waren, der jedoch sagte, es sei nichts. Diese Frauen hatten eine gute Körperwahrnehmung und Intuition, die gut funktionierte, aber eben leider nicht gehört wurde. Ich nehme an, dass das heute mit den wirklich immer besser werdenden bildgebenden Verfahren auch nicht mehr so häufig vorkommt, hoffe ich jedenfalls. Ja, und andere gute Beispiele für Körperintelligenz sind zum Beispiel der Kampf-Flucht-Erstarrungsreflex bei Gefahr und auch, worüber weniger gesprochen wird, die entsprechende Abreaktion, wenn die Gefahr vorbei ist. Auch dazu kommen wir in einer späteren Folge. Das ist nämlich ein sehr spannendes Kapitel. Ich selbst nutze diesen Teil der Körperintelligenz zum Beispiel, als ich in einer Schockreaktion war, als vor 4 Jahren mein Vater starb. Ja, und was viele nicht wissen, ist, dass wir auch ein Körpergedächtnis überall im Körper haben. Im Herzen ist diesbezüglich sogar schon einiges erforscht. Auch darüber werde ich in einer extra Folge sprechen.
Ja, und dass es das sogenannte Bauchgehirn tatsächlich gibt, wird eine weitere Folge wert sein. Der Spruch, hätte ich nur mal auf meinen Bauch gehört, ist also gar nicht so dumm. Überhaupt, es gibt viele gute Volksweisheiten, die Hinweis in Richtung Körperintelligenz geben, wie zum Beispiel, ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen, mir ist die Sache auf den Magen geschlagen, etwas auf Herz und Nieren prüfen und so weiter. In der Begleitung von traumatisierten Menschen spielt der Körper und die Körpersprache eine große Rolle. Weil die Traumaerinnerungen oft nicht versprachlicht werden können, bis sie verarbeitet sind. Und auch dazu werde ich in einer weiteren Folge mehr erzählen. Denn in der traumatherapeutischen Begleitung habe ich gelernt, die Intelligenz des Körpers wahrzunehmen und zu nutzen. Sowohl was mich als auch die Klienten betraf. Zusammenfassend können wir den Körper nutzen, natürlich für die Fitness und Beweglichkeit, aber auch für Entspannung. Als Informationsträger unbewusster Erinnerungen und Bewegungsmuster, für das Erkennen von Veränderungen im Körper, um hilfreiche Maßnahmen einzuleiten und auch für die Lösung von Themen über die Arbeit mit dem Körper. Beim Heartify-Arbeitsblatt nutzt du mit dem zweiten Schritt den Körper als Wahrnehmungs- und Informationsorgan, um zusätzliche Informationen abzurufen, die eben mit dem Körper verknüpft sind. Informationen über Auswirkungen von Entscheidungen oder nötigen Veränderungen und so weiter. Durch die regelmäßige Anwendung des Vier-Schritte-Prozesses wirst du automatisch die Fähigkeit, deine Körperintelligenz zu nutzen, ausbauen. Schon weil du den Körper immer wieder einbeziehst und befragst. Ja, du wirst überrascht sein, wie schlau und hilfreich der Körper sein kann und wie sinnvoll es ist, diese Informationen mit in den Gesamtprozess einzubeziehen und ihnen einen festen Platz zu geben. Kommen wir zum dritten Punkt, das Herz und deine emotionale Intelligenz nutzen. Beim Herzen denken immer noch viele an die Pumpfunktion für das Blut durch den Körper, so ähnlich wie der Motor eines Autos vielleicht. Abgesehen davon, dass längst bewiesen ist, dass das Herz viel größer und muskulöser sein müsste für diese Leistung, als es tatsächlich ist, dass schon vor Jahrzehnten herausgefunden wurde, dass auch die ganz feinen Blutgefäße in der Körperperipherie, die sogenannten Kapillaren, daran mitwirken, dass das Blut überhaupt in dieser Form durch den Körper fließt und gepumpt werden kann und auch im Körper verteilt wird, ist eben auf jeden Fall allein schon von seiner Funktion her das Herz auch ein unglaubliches Informations- und Kommunikationsorgan. Denn es fließt jede Minute mit 60 bis 80 Herzschlägen pro Minute eben knapp 5 Liter Blut durch das Herz und von da aus dann auch durch den ganzen Körper. Damit kommen permanent auch Informationen im Herzen an, rein organisch sozusagen. Interessant ist auch, dass für einen Nerven vom Hirn zum Herzen 9 Nerven vom Herzen zum Gehirn gehen. Also allein schon von der Biologie her gehen mehr Informationen vom Herzen ins Hirn als umgekehrt. Und wusstest du, dass sich durch die Atmung, aber auch durch Gedanken und Gefühle der Herzschlag beeinflussen lässt? Welche Auswirkungen und Möglichkeiten das haben kann, dazu kommen wir ebenfalls in einer weiteren Einführungsfolge. Dort untersuchen wir eine Art flexiblen Gleichgewichtszustand des Herzens, in dem Herz, Hirn, Organe, Nerven und Hormonsystem in idealer Weise zusammenarbeiten. Besonders spannend ist natürlich, wie du diesen ausgleichenden, flexiblen Zustand deines Herzens für dich selbst herstellen oder erreichen kannst. Auch das wirst du hier später erfahren. Ja, dass das Herz auch ein Bewusstseinsorgan ist, in dem auch Neurotransmitter hergestellt werden, also Botenstoffe für die Nerven, und in dem sogar Erinnerungen abgespeichert werden,
ist spätestens seit der Forschung zu Herztransplantationen von Paul Purcell bekannt geworden. Vielleicht hast du schon von der Geschichte gehört, wie ein Mädchen mit einem transplantierten Herzen eines Mordopfers später den Täter identifizierte. Das ist eine extrem spannende Geschichte, die einerseits Gänsehaut macht und andererseits Ehrfurcht vor dem Herzen auch als Bewusstseinsorgan schafft. Also wie gesagt, diesem Thema widme ich eine eigene Podcast-Folge, schon allein deswegen, weil das Buch mit diesen ganzen Entdeckungen von Paul Purcell leider vergriffen ist. Dass das Herz auch eine große Rolle für Entscheidungen und zur Klärung von Emotionen und Themen sehr, sehr hilfreich sein kann, wird ebenfalls in einer eigenen Folge näher beleuchtet. Im HTFI-Arbeitsblatt ist es die dritte Instanz, der dritte Schritt, in dem du dich bewusst mit dem Herzen und deiner emotionalen Intelligenz verbindest. So übst du dich einfach und praktisch, die Stimme deines Herzens zu hören, zu berücksichtigen und aktiv zu nutzen. Wenn du dein Herz befragst, bekommst du oft Informationen und Ideen, die den emotionalen Bereich oder auch den kommunikativen Aspekt, also das Miteinander und die Verbundenheit fördern. Ich habe schon so manches Mal erlebt, dass ich dachte, ich hätte alles klar. Dann hat mich das Herz noch auf wichtige Aspekte in diesem dritten Schritt hingewiesen. Und auch im dritten Schritt befragst du dein Herz, wenn du mit dem HTFI-Arbeitsblatt arbeitest, wie einen Persönlichkeitsanteil und lauscht nach innen auf das, was aufsteigt. Das ist einfach eine Frage der Übung, des Freiseins von Erwartungen und auch des nicht sofort verstehen müssens der inneren Bilder. Denn je nachdem tauchen Bilder oder Erinnerungen auf oder auch Gedanken, die erst im Nachhinein in der Zusammenfassung des gesamten HTFI-Prozesses am Ende des Arbeitsplatzes Sinn und Bedeutung bekommen. Der vierte und letzte Schritt betrifft die geistige Intelligenz. Und auch wenn das Wort spirituelle Intelligenz esoterisch klingt, Spiritus heißt Geist und insofern ist es eine einfache und passende Übersetzung, wenn du so willst. Also du merkst auch schon, ich sage Spiritus und nicht Spiritus, denn der Spiritus, das ist für mich einfach diese Reinigungsflüssigkeit, die man im Baumarkt kaufen kann. Also spirituelle Intelligenz, das Wort kannst du verwenden oder auch das Bild der geistigen Sonne, des geistigen Herzens gefällt mir an dieser Stelle ebenfalls, wenn dir spirituell zu esoterisch klingt. Denn über das Herz sind wir nicht nur mit dem ganzen Körper in aktiver Verbindung. Das elektromagnetische Strahlungsfeld des Herzens ist 2000 Mal größer als das des Gehirns. Also das muss man sich jetzt eigentlich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das elektromagnetische Strahlungsfeld des Herzens ist ungefähr 2000 Mal größer als das des Gehirns. Bei der EKG-Messung wird beispielsweise diese elektromagnetische Strahlung an den Extremitäten abgeleitet. Daraus können wir dann diese EKG-Daten gewinnen über unser Herz. Beim Gehirn können wir nicht so weit aus solcher Entfernung arbeiten, sondern wie du das vielleicht schon mal gesehen hast, muss man diese Elektroden wirklich direkt am Kopf anbringen, eben weil dieses Strahlungsfeld nicht so stark ist. Und mit dem großen Strahlungsfeld des Herzens können wir nicht nur Informationen nach außen abgeben, was wir übrigens tun, ob wir wollen oder nicht, sondern auch von außen erhalten. Und an dieser Stelle wird es jetzt auch spannend. Durch Meditation oder Gebet können wir etwas nutzen, das die Buddhisten als den Beobachter beschreiben, sich selbst mit einem gewissen Abstand wie aus der Vogelperspektive wahrnehmen. Allein das relativiert schon vieles. Sinnzusammenhänge oder Sinnhaftigkeit auch von unangenehmen oder schmerzvollen Erfahrungen stellen sich auf diese Weise dann doch manchmal früher ein,
als wenn man da vielleicht erst mal ein paar Jahre nach so einer Erfahrung wartet, bis man das plötzlich versteht. Außerdem fördert dieser Beobachterzustand auch das Gefühl von Verbundenheit mit der Natur, mit der Schöpfung, was einerseits Trost und Zuversicht spendet, aber auch eine direkte Quelle von Kraft und Glück sein kann. Und wenn du ein kreativer Mensch bist, kennst du diese Ebene auch, denn kreativ sein, Kreativität heißt Schöpfertum, etwas schöpfen. Und woher schöpfen wir? Einerseits aus Erinnerungen und Erfahrungen, aus neu hergestellten Verbindungen von bereits Bekanntem. Es gibt jedoch auch so etwas wie Eingebung. Das stellt sich zum Beispiel nach längerem Bemühen, Kreisen oder Ringen wie mit einem Schlag als wunderbare Synthese oder Komposition ein, in Ton, Bild, Schrift oder was auch immer. John K. Rowling ging es so mit Harry Potter. Klar ist es noch viel Arbeit, diese Eingebung auszuarbeiten. Das kann sogar Jahre dauern. In meinem Fall waren zum Beispiel die 4-HT2-Schritte als Essenz in einem Moment schlagartig vor meinem inneren Auge da. Ich brauchte sie nur noch niederzuschreiben, auszuarbeiten und dann natürlich zu testen, testen, testen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle in Verbindung mit dem Schöpferisch-Geistigen stehen können und es in vielen Momenten erfahren haben, oft vielleicht unbewusst oder kaum bemerkt. In dem Maß, wo du die geistige Instanz, die Verbindung dazu regelmäßig aktiv als vierten Schritt des Heartify-Prozesses nutzt, trainierst du diese Verbindung wie einen Muskel und ziehst Bewusstsein, Sinn, Erkenntnisse und Kreativität in dein Leben. Frage also über dein Herz den Beobachter. Was würdest du mit Abstand von außen über diese Angelegenheit denken, die gerade Thema deines Arbeitsblattes ist? Welchen Rat hättest du für mich? Welche Bilder und Ideen steigen dann in dir auf? Ja, dann fasse ich jetzt noch einmal die wichtigsten Punkte zu den 4-HT5-Schritten zusammen. Erstens. Befrage und nutze deinen Verstand für Zieldefinition, strategische Erwägungen, Erfassen von Pro und Contra, Beurteilungen, Planung, Entscheidungen. Zweitens, befrage und nutze deinen Körper für Fitness und Beweglichkeit, Informationen zu unbewussten und im Körper gespeicherten Erinnerungen und Mustern und das rechtzeitige Erkennen von Veränderungen, um gut für deinen Körper zu sorgen und ihn bestmöglich zu unterstützen. Drittens, befrage und nutze dein Herz als verbindendes Gleichgewichtsorgan, als Wahrnehmungs- und Bewusstseinsorgan, als stärkende Kraft für klares Denken und Entscheiden und als Steuerungsorgan mittels deiner Emotionen und Gefühle. Viertens, befrage und nutze die geistige Intelligenz für Abstand und die Beobachterposition, Intuition und schöpferische Kraft zum Finden der Sinnhaftigkeit und auch für bewusste Erfahrung von Verbundenheit mit Natur und Schöpfung. Wenn du dir diese Schritte und ihre Synthese zur täglichen Gewohnheit machst, wird dein Leben und Handeln leichter, erfüllt, intuitiv und glasklar. Ja, und damit sind wir schon am Ende der ersten Folge der Einsteigerserie angekommen. Und ich habe für dich noch einen Handlungstipp zum Abschluss. Falls du es noch nicht getan hast, gehe zur Seite https://heartify.live. Lade dir dort das 4-Schritte-Heartify-Arbeitsblatt herunter und erhalte zur Vertiefung dazu eine kleine E-Mail-Serie für deine eigene Praxis mit dem Arbeitsblatt. Damit du dranbleibst und für dich selbst einfach richtig profitieren kannst.
Hat dir der Podcast gefallen? Dann unterstütze mich gerne, indem du ihn auf iTunes mit 5 Sternen bewertest. Weitere Infos und dein kostenloses HTIFY-Arbeitsblatt findest du unter https://hatify.live. Bis zur nächsten Folge!